Heute machen wir eine klassische französische Tarte Chocolat mit Minzaroma. Die Zutaten findest du in der Infobox. Zunächst wird die Sahne, die Milch und die Butter erhitzt. Dann gebe ich die Minze hinzu und lasse alles eine Stunde ziehen. Der Mürbeteig ist selbst gemacht. Das Video dazu stelle ich dir in die Infobox. Der Teig wird nun 15 Minuten bei 170 Grad vorgebacken. In der Zwischenzeit erhitze ich nochmal die Milch, die Eier werden verquirlt und die Schokoladenstücke kommen in eine Schale. Ich gieße die heiße Milch drüber und verrühre alles. Nun kann ich die Eier langsam unterrühren. Die Schokolade kommt nun auf den Teig. Mein Ofen ist auf 170 Grad vorgeheizt. Sobald der Kuchen in den Ofen kommt, muss dieser abgestellt werden. Der Kuchen gart dann 15 Minuten bei der Resthitze im Ofen. Den Kuchen lassen wir anschließend abkühlen. Wer mag, kann einen kleinen Erdbeersalat dazu servieren. Einfach die Erdbeeren klein schneiden, in eine Schale geben, mit der Minze, den Pistazien, etwas Zucker, Pistazienöl und Balsamico-Essig. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch einen Daumen hoch da und auch ein Abo. Vielen Dank und bis bald. Salut!